Heute geht es um Stärke. Im Ödland sind die Vorräte knapp. Wenn Sie etwas Wertvolles finden, bewahren Sie es gut auf. Je stärker Sie sind, desto mehr Dinge können Sie tragen. Sie müssen Ihre Grenzen kennen, sonst werden Sie aus gefährlichen Situationen nur schwer entkommen, wie stark Sie auch sein mögen. Es gibt Situationen, in denen Sie unfreundlichen Nachbarn gegenüberstehen. In solchen Momenten müssen Sie sich selbst verteidigen, indem Sie Ihre natürliche Stärke nutzen. Benutzen Sie etwas Scharfes oder etwas Robustes zum Zuschlagen. Lassen Sie sich etwas einfallen. Aber bleiben Sie vernünftig. Und suchen Sie etwas, das Ihre innere Kraft weiter stärkt. Je stärker Sie sind, desto größer die Auswirkung. Aber denken Sie daran, manchmal braucht es mehr als reine Muskelkraft. Machen Sie fleißig Klimmzüge und Liegestütze, denn Stärke kann noch mehr. Schlagen Sie Bälle wie die Profis. Bauen Sie spezielle Rüstungen und behalten. Schmieden Sie kluge Waffen, die lesen Sie aufmerksam Ihre Vortech-Broschüren, um sich fürs Überleben zu rüsten. Und die Frage zu beantworten, wissen Sie, was Sie special macht? Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Ja, wir sind ja hier zu Hause stehen geblieben, wir haben Licht. Ja, na mein Kleiner? Ja, alles gut. Guck mal, ihm geht's wieder gut. Hat sogar glänzendes Fell. Sieht ein bisschen feucht aus. Was ist denn los mit dir? Sieht aus wie ein nasser Hund. So, es regnet. Wahrscheinlich deswegen. Ganz kurz. Das mit der Tür stört mich. Kann ich die aufheben? Kann ich so nicht, ne? Nee. Gut, dann verwerten wir die mal. Da setzen wir dann hier später nochmal eine Tür ein. Oder jetzt? Eigentlich jetzt, ne? Warte mal, lass mal ganz kurz gucken, bevor wir losgehen. Strukturen, Türen. Ist hier sowas? Was erstmal? Ich weiß nicht. Warte mal, was haben wir denn hier? Holz. Achso, Holz und Stahl ist sowieso alles. Ja, genau, so eine Tür hier. Die wird bestimmt richtig dicht. Nö, sowas hier muss auch nicht sein. Hält zwar wahrscheinlich eine Menge ab. Aber hält auch eine Menge aus, aber. Wie sind die da? Die ist so rötlich. Ne? Eigentlich nicht, ne? Dann können wir die hier auch reinmachen. Als es geht, heißt es. Warte mal, kriegt die von hier draußen ran? Ja, so. Kriegst du. So. Ja. Ja, guck mal. Weiß nicht, ob es richtig rum ist. Na doch. Glänzt von beiden Seiten so sehr. Hm. Hochglanzlack. Oh. Ja. Ich schieb mich mal weg. Ja. Und die. Echt jetzt? Ja, ja. Hundi mag es nicht, wenn die Türen verschlossen sind. Gut, wir müssen nach Diamond City, ne? Und, Big Drive. Okay. Bei Unterstützung. Achso, ja, Cambridge, das ist das noch. Ganz ehrlich. Ja, können wir machen. Mal schauen, wo ist. Diamond City würde ich dann als nächstes versuchen. Hier kommt noch auch Stecker ziehen. Ich wähle jetzt mal alles an. Dann haben wir erstmal ein paar hundert Pünktchen auf der Karte, so gefühlt. So, der müsste hier sein irgendwo. Laut Map. Ja, eigentlich da. Ach, der wird hier vorne eine von den Wachen sein, ne? Ja, hier. Hallo. Langsam fühlt sich das hier wie ein richtiges Zuhause an. Das freut mich. Jetzt, wo wir unsere eigenen Lebensmittel anbauen können,
Das Problem ist nur, je mehr wir hier aufbauen, desto eher werden wir zur Zielscheibe. Wir müssen etwas für unsere Verteidigung tun. Dann kann sich Preston vielleicht endlich etwas entspannen. Wir haben doch. Ja, also ich kann mich darum... Ich kümmere mich drum. Danke. Es werden sich alle hier viel sicherer fühlen. Ich meine, so ein bisschen haben wir ja schon was, ne? Wir haben ihn immer noch als, Sturges. Danke, dass du das erledigt hast. Wir werden alle ruhiger schlafen. In dem Wissen, dass wir nicht völlig schutzlos sind. Der Weg war lang, aber... Ja, ich glaube, das passt. Ein Zuhause. Fühlt sich gut an. Was jetzt? Tja, jetzt müssen wir wieder lernen zu leben, anstatt nur zu überleben. Du weißt, dass du jederzeit willkommen bist, oder? Meine Tür steht dir immer offen. Die Fenster auch. Und wenn ich's recht bedenke, ein paar der Wände auch. Ich mach mich wohl besser wieder an die Arbeit. Bis dann. Okay, dann haben wir das schon längst abgeschlossen, weil wir hier schon die Schussanlagen und so hingestellt haben. Aber ganz ehrlich, ich bin hier immer herzlich willkommen. Alter, das ist meine Heimat hier. Das übertreibt man nicht, Leute. So, habe ich keine Waffe auf der 1? Doch, habe ich. Okay. Munitionstechnisch sieht das alles nicht so besonders aus. Von daher würde ich jetzt mal sagen, wir reisen gleich los. Achso, hier brauche ich ja nicht. Ich kann ja hier auf mein Tablet gucken. Können wir... Oh nein. Jetzt habe ich hier eine Markierung gesetzt. Kann ich die... Wie kann ich die wieder löschen? Hallo? Will die nicht? Mach die weg. Muss ich da gleich nochmal gucken. Kann ich hin? Ja, ich kann da hinreisen. Nee, kann ich nicht. Nein, nicht Markierung. Habe ich jetzt hier eine... Moment, jetzt muss ich hier doch nochmal gucken. Habe ich jetzt eine Doppelmarkierung drauf? Sieht hier so aus, ne? Nein, nicht platziert. Okay, lassen wir es. Wir könnten aber schon mal zum Museum der Freiheit reisen. So, das machen wir mal schnell, damit wir nicht so lange laufen müssen. Ich meine, wäre wahrscheinlich besser, weil wir dann mehr finden und vielleicht auch nochmal aufleveln unterwegs. Aber ja, ich bin, was das angeht, so ein bisschen faul, muss ich sagen. Und traue mir auch noch nicht so viel zu. Mit unserem Level 6. So. Und es hat auch aufgehört zu regnen. So, wir müssen sogar diese Richtung. Wollen wir... Achso, das ist... Ja, hier sind wir. Okay, alles klar. Das ist das Museum. Wir müssen ja hier hinten irgendwie so... Ich glaube, ich habe eine Vorahnung. Ich glaube, ich weiß, wo es jetzt hingeht. Das wird eine nette Schießerei, glaube ich. Ja, mal... Geh mal hier gucken. Schauen, ob wir... Okay, da finden wir schon mal so ein Viech. Deckt. Gilt das jetzt auch dafür diesen Bärenteil da? Für ihn hier? Wenn du mich in Ruhe lässt, lasse ich dich auch in Ruhe. Ich glaube, er mag es nicht, wenn man Waffen zählt. Ich will hier nur gucken, ob ich hier was finde. So waffentechnisch und so. Ich möchte mit dir nichts zu tun haben. Okay, hier ist schon mal nichts. Und hier, da kann man nicht rein, okay. Wo ist das Viech? Da. Okay. Der ist aber irgendwie gechillt. Das ist gut. Gut, Hundi, dann komm mal mit. Komm mal mit, sage ich, und der rennt vor. Oh, gut. Hier ist ein Zaun, ist hier ein Haus, oder? Nee, okay, waren nur Blätter, okay. Ich dachte gerade, da wächst was zu essen. Ganz ruhig, Hundi. Ganz ruhig. Oh, wie verschreckt sie. Ah, oh, Alter.
diese Drecksviecher, ne? Das hat mich nicht getroffen. Diese Kackviecher. Aber hier war mal was. Ja, ungeregelt. War mal ein Haus. Das ist, ja. Hier ist der Schrottplatz. Okay. Das ist doch nicht das, was ich dachte. Ich glaube, das kommt doch erst später. Das mit diesem Stadion, weißt du? Was ist denn? Was siehst du denn da? Bei wem siehst du da? Drin? Gucken wir uns hier doch mal um. Zementsack, ja genau, den wollte ich haben. Kreide, okay, okay. Hund, bleib doch drin. Ach, das Viech galoppiert da, okay. Nee, dann ist alles gut. Werkstatt, sonst ist hier nichts. Besen. Okay, Zementsack, ja. Mit Zement habe ich damals sogar gar nichts gemacht, ne? Also... Ja. Weiß nicht, bestimmt hat man hier noch ganz ruhig einige Möglichkeiten. Alter. Einfach mal auseinandergenommen, das Viech. Boah, wie viele das auf einmal sind. Warte. Sehr gut, Hundi. Sehr, sehr gut. Maulwurst, Fleisch und so. Maulwurst, okay. Die haben sonst so nichts bei, ne? Kronkorken. Der hat ein bisschen was bei. Maulwurst, Fleisch und so und Zähne. Das können wir später machen, wenn wir wissen, für was das alles ist. Vielleicht Musik. Immer gut. Ich lass mal diesmal Musik an, um zu gucken auch, wollte gerade sagen, was ist denn das jetzt auf immer? Weißt du, hä? Gut, dass ich nicht reingerannt bin. Ja, sowas passiert mir übrigens auch gerne, ne? Dass ich sowas nicht raffe und einfach mal reinrenne. Dann werde ich in die Luft gesprengt. Das kann hier mehrmals passieren übrigens, ne? Also nicht aufregen. Kartoffelchips! Hm. Haben wir hier noch? Gummibonbons. Ja, ich lasse das mal an, um zu gucken, ob YouTube meckert so. Das wollte ich noch sagen. Stange Zigaretten wollte ich doch nicht. Hier, Donner. Die nehme ich mal mit. Was ist hier? Bitte. Nichts, ne? Nee, okay. Gucken wir mal, was hier oben noch ist. Hopp. Hallo? Auf jeden Fall hatten sie hier so ein bisschen überwacht, so wie es aussieht. Wahrscheinlich stand hier einer, hat geguckt, dass sie hier nicht bedroht werden. Wegen hier der Planke, damit sie hier raufkommen. Aluminiumdose, okay. Ist auch nichts, ne? Ja, hier hinter? Nee. Okay. Dann gehen wir mal weiter hoch. Gucken wir mal, ob hier noch was ist. War jemand? Hier war schon mal jemand. Natürlich die nächste 10 mm. Warum auch nicht? Klebeband, ja. Und hier war doch gerade noch. Habe ich hier nicht. Ach, hier. So, können wir mitnehmen. Schmutziges Wasser. Da muss ich auch noch mal gucken, wie wir das sauber kriegen. Ah, gut. Brauchte ich auch damals gar nicht. Ja, also, ich habe eigentlich immer ganz gut gefunden. Da war das gar nicht notwendig.
Ja, Mensch. Ich hoffe, du hattest hier eine gute Zeit. Auf jeden Fall, also das Radio geht noch. Komm, Feuerzeug. Warum nicht? So. Können wir hier eigentlich... Nein, hier können wir nichts abreißen. Ich glaube, hier war es verstrahlt, ne? Platz. Autokino ist das. Ach so. Ja, hier ist verstrahlt, alles klar. So. Habe ich mich doch richtig erinnert. Das war ein Autokino, ja, okay. Aber die Aufgabe haben wir nicht abgeschlossen, ne? Was sollten wir denn hier machen eigentlich? Repariere Rohr, ne, das ist nicht. Das ist das. Hier bin ich jetzt, ne? Okay, so ein Rekrutierungsstrahl. Muss ich hier dann noch bauen? Ich geh mal darüber zu dieser Werkstatt. Es sei denn, hier kommt noch irgendwas aus dem Boden geschossen, dass wir hier noch gar nicht fertig sind. Sind wir überhaupt richtig? Ich weiß es nicht. Okay, aber der zeigt mir. Ja, okay, machen wir. So, jetzt muss ich mal gucken, wo finde ich denn das da? Schutz, Ressourcen, Herstellung. Nee, Kochherd. Nee, das kann das hier nicht sein. Denn eher hier, Schutz, ne? Wachposten, ne? Geschütztürme und so, ne, das eigentlich auch nicht. Muss ich mal kurz gucken, Energie. Was sonstiges. Das hier müsste sein, ne? Machen wir doch. So. So, Escape. Okay, und jetzt kann ich hier auch mit V, wahrscheinlich. Jawohl, jetzt kann ich hier alles klar. Hier. Können wir den Hund verwerten? Nein. Nein. So. Wo waren das Ding jetzt hier, ne? Wo packen wir dich mal hin? Könnte ich hier oben raufpacken. Guck mal. Das sieht doch ganz gut aus, oder? Hm. Benötigt ein so ein Dingelchen. Können wir natürlich machen. Haben wir hier Kupfer und Aluminium brauchen wir. Wäre machbar sein, ne? Kupfer und Aluminium. Achso, warte mal, ich kann ja hier eigentlich direkt doch direkt drin bleiben, ne? Wenn ich das hier schon mal alles verwerte. Also Stahl haben wir auf jeden Fall genug. Ein Aluminium müssen wir noch finden. Also ein paar Dosen liegen ja auch hier rum. Ne? Das ist ja jetzt nicht so schlimm. Kupfer könnte schwierig werden. Aber ganz ehrlich, in so einem Auto müssten eigentlich mehr als ein Stahl sein. Also das müsste eigentlich auch Aluminium und wie sich was alles. Achso, nee, die können wir lassen. Die ist noch in Ordnung. Ne, da müsste ja eigentlich noch viel mehr drin sein. Coca-Cola-Automat. Wunder. Brauchen wir nicht. Gummi. Holz. Schade, dass man hier auch nicht so was hier, so ein Schutt noch mit wegmachen kann irgendwie. Was haben wir hier noch? Telefonzelle. So, Stahl. Okay. So, Kupfer haben wir auf jeden Fall. Aluminium brauchen wir jetzt noch ein bisschen. Hier finden wir bestimmt noch ein paar. Dosen und so. Ich habe hier auf jeden Fall ein bisschen was gefunden. Ja. Aluminium 2. Guck mal. Das geht doch. Oben haben wir noch so eine Kanne. Das könnte sein, dass. Also hoffe ich zumindest, dass die den Rest. Gibt. Hier ist nur Stahl. Warum auch immer.
Aber Glasflasche, okay. Können wir eigentlich Glas auch verwerten? Ja, können wir. Okay. Das ist schon mal gut. Ah, hier, guck mal, hier ist noch so eine Kanne. Asbest, was? Da ist Asbest drin gewesen? Okay. Hier. Stahl. Ja, Bierflasche auch wahrscheinlich, Glas nur, ja. Ich meine, klar, hätte mich jetzt auch gewundert, wenn da was anderes als Glas drin gewesen wäre. Ach, eine Lampe wartet. Stahl, Glas und so. Hier haben wir nur eine Passe. Eine Passe. Mhm. Eine Passe. Eine Tasse. Was haben wir hier drin? Stahl und Stoff. Schrank ist nur Stahl. Brauchen wir nicht. Stahl.